Kai, ich war ja im Urlaub und in einer anderen Zeitzone, habe aber dort auch meine Mails beantwortet und Termine eingetragen. Und als ich nach Hause kam, war böses Erwachen. Die Uhrzeiten bei meinen Terminen, die waren nicht in Ordnung. Was habe ich da falsch gemacht? Prinzipiell hast du gar nichts falsch gemacht, Maria. Du hast die Termine eingetragen wie immer. Aber dadurch, dass du in einer anderen Zeitzone warst, war auch deine lokale Uhr auf deinem Rechner zurückgestellt oder verstellt. Und deswegen sind jetzt die Termine zu den falschen Zeiten, nämlich in der anderen Zeitzone. Was du besser hättest machen können, das zeige ich dir. Wenn du wieder unterwegs bist in einer anderen Zeitzone und einen Termin planen möchtest und du jetzt schon in dem Formular des Termines bist, aktiviere doch mal das Kontrollkästchen bei Zeitzonen, weil dann kannst du eintragen, für welche Zeitzone dieser Termin gelten soll, in welcher Zeitzone er losgeht, in welcher Zeitzone er beendet wird und dann sind auch die Termine ordentlich im Kalender eingetragen. Nachdem du -6 Stunden hattest und deswegen waren die Erinnerungen und die Termine natürlich in deinem Kalender falsch. Die Termine, die du jetzt in Anführungsstrichen falsch eingetragen hast, solltest du einfach nochmal öffnen, Zeitzone aktivieren und die richtige Zeitzone für Berlin auswählen. Und schon sind deine Termine im Kalender wieder richtig eingetragen.